Ob nun das goldene Zeitalter oder das Europa im 16. Jahrhundert, die letzten drei Battlefield-Episoden haben euch die spannendsten Schlachten auf See gezeigt und erklärt. Das eigentliche Highlight kommt aber erst noch, und zwar die wohl wichtigste Seeschlacht aller Zeiten. Die drang nämlich so tief in das Bewusstsein der Menschen ein, dass heute eine der größten Touristenattraktionen nach ihr benannt ist. Wir schreiben das Jahr 1805 und an der spanischen Landzunge Trafalgar entscheiden 74 Schiffe nun ein für allemal, wer wird Herrscher der Meere, die Franzosen oder die Briten? Lasst die Schlacht beginnen! Ich bin Marty und hallo zurück bei Battlefields! Die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts liefen ja recht gut für Napoleon und seine Leute. Sein Charisma und seine taktische Genialität führten letztendlich zur Kontrolle über Frankreich und Unterdrückung der europäischen Gegner der Französischen Revolution. Als Kaiser beeinflusste er dann fast das ganze europäische Festland. Wäre da nicht ein klitzekleines Problem gewesen? Sobald er an einem Ende eine Gruppe Feinde zurückschlug, formierten sich auf der anderen Seite schon wieder die nächsten Gegner. Allen voran waren das meistens die Briten. Mit ihrem riesigen Handelsnetzwerk versorgten, ja und manchmal auch bestochen, sie ihre Verbündeten. Napoleon musste dem ein Ende setzen. Aber alles hinter dem Festland, sprich der See, war fest unter britischer Kontrolle. Napoleons Pläne einer Invasion, die sogar nach napoleonischen Maßstäben ziemlich waghalsig waren, waren einfach schlichtweg unmöglich zu realisieren. Jeder Versuch, die britischen Blockaden der Royal Navy zu durchbrechen, war gescheitert. Im Sommer 1805 ließ Napoleon dann seine Flotte in Boulogne unter dem Titel der Grande Armée lossegeln und griff statt Britannien einfach Deutschland an. Im September waren die Franzosen unter Admiral Villeneuve wieder in eine nur zu bekannte Situation geraten. Zusammen mit der verbündeten spanischen Flotte saßen sie im Hafen von Cadiz fest, während die britische Armee unter Vizeadmiral Horatio Nelson ihren Weg blockierte. Napoleon befahl den Verbündeten, bei nächster Gelegenheit nach Sardinien zu segeln und im Mittelmeer für Unruhe zu sorgen. Nach langem Zögern setzten die Flotten dann am 20. Oktober ihre Segel in Richtung Gibraltar. Ein Fehler! Denn Villeneuve erkannte, dass die Briten nicht lange brauchen würden, um die verbündeten Flotten einzuholen und befahl allen Schiffen, umgehend nach Cadiz zurückzukehren. Aber dafür war es bereits zu spät. Am späten Morgen des 21. Oktober 1805 waren die spanischen und französischen Schiffe nur noch in einer schlichten Chaosformation gen Norden unterwegs, als Nelson sie am Kap Trafalgar abfing und die französische Bedrohung ein für allemal beenden wollte. Es kam zum Showdown zwischen den Supermächten. 1805 wurde Horatio Nelson in Britannien schon als Nationalheld gefeiert. Zwei Schlachten in Abukir und Kopenhagen hatte er erfolgreich geschlagen und für sein Land sogar den rechten Arm und sein rechtes Auge gegeben. Aber nicht nur das zeichnete ihn aus. Sein Verständnis der Kampftaktiken auf See war äußerst modern. Alle Schiffe in eine Linie und bereit zum Kampf. So sah es die Kampftaktik des 18. Jahrhunderts zumindest vor. Beide Seiten formten eine Linie aus Schiffen von Bug zu Heck. Die Gegner segelten dann praktisch nebeneinander her und schossen sich gegenseitig Kanonenkugeln um die Ohren, bis der erste aufgab. Nelsons Erfolge basierten zu großen Teilen darauf, dass er die übliche Taktik veränderte oder einfach komplett ignorierte. Um eine zahlenmäßig überlegene Flotte wie die der Spanier oder Franzosen zu schlagen, hat er sich eine ganz besondere Taktik einfallen lassen. Er ließ seine Matrosen zwei Schiffsreihen bilden, die die feindlichen Schiffe im 90-Grad-Winkel anpeilten. Eine Reihe stand unter Nelsons Befehl, die andere wurde von seinem Stellvertreter Admiral Collingwood und dem Schiff Royal Sovereign in die Schlacht geführt. Diese Reihe sollte die hinteren Schiffe angreifen. Nelson an Bord seiner HMS Victory mit 140 Kanonen führte seine Reihe geradezu auf die Franzosen und Spanier und ihre Flaggschiffe Bucentaur und Santissima Trinidad zu. Dass diese Strategie nicht frei von Risiken war, war Nelson durchaus bewusst. Bis die britischen Schiffe die gegnerische Flotte erreichen würden, würden sie einem ununterbrochenen Kanonenhagel ausgesetzt sein und nahezu unfähig, sich irgendwie zu wehren. Am Nachmittag gab die Victory dann trotzdem das Signal: England expects that every man will do his duty. England erwartet, dass jeder Mann seine Pflicht erfüllt. Wohl ein guter Leitspruch, denn die Männer zogen schließlich jubelnd in die Schlacht. Um 12 Uhr gab Nelson dann den finalen Befehl, näher an den Feind ran. Und nur wenige Minuten später befanden sich die britischen Schiffe in Reichweite der französischen und spanischen Kanonen. In der nächsten halben Stunde lautete das Motto, aushalten, warten und die französischen Kanonenkugeln über sich ergehen lassen. Die, die trafen, rissen Löcher in Schiffe, Männer von Deck oder gleich ganz entzwei. Es flogen Holzsplitter, fast so tödlich wie die Eisenkugeln selbst. Treffer an der langen Seite des Schiffes waren besonders verheerend, da sie praktisch einmal von Back nach Steuerbord durchs gesamte Schiff schossen. Zum Glück der Briten hatten die Franzosen aber nicht genügend Zeit gehabt, ihre Kanoniere ordentlich in ihre Waffen einzuweisen und die meisten Schüsse gingen so direkt ins Wasser. Napoleons Schiff, die Victory, trug allerdings größere Schäden davon, als Kanonenkugeln die Segel zerfetzten
und das Steuerrad von Bord fegten. Die Royal Sovereign segelte der Victory davon und erreichte als erstes Schiff die gegnerischen Reihen. Das Feuer auf die Santa Ana wurde sofort eröffnet. Das spanische Schiff feuerte ihrerseits eine Kanonenkugel nach der anderen ab und für die nächsten paar Stunden sollten die beiden Schiffe damit auch erstmal beschäftigt sein. Alle anderen Schiffe der zweiten Reihe Nelsons stießen zum Kampf dazu und das chaotische Wirrwarr aus Schiffen war perfekt. Genauso wie es Nelson sich vorgestellt hatte. Eine halbe Stunde nach der Royal Sovereign erreichte auch die Victory das Kampfgeschehen und feuerte die eine Kanonenkugel ab, die das Heck der Bucentaur zerschmetterte. 200 Männer starben praktisch sofort und das französische Flaggschiff war besiegt. Die Victory hatte damit eine Lücke in der gegnerischen Linie provoziert. Sie und weitere Schiffe manövrierten sich hindurch und griffen an. Bei diesem Anblick segelte ein französisches Kriegsschiff, die Redoutable, auf die britische Victory zu. Wenn sie gewinnen wollten, mussten sie das britische Flaggschiff und ihren Admiral ausschalten. Kapitän Lucas auf der Redoutable war sich der Stärke der britischen Kanoniere allerdings bewusst und wies seine Männer an, mit ihren Musketen auf das Deck der Victory zu feuern. Sie wollten das Schiff entern, aber die Briten standen ihren Mann. Um 1:15 feuerte ein französischer Scharfschütze eine Kugel auf die Victory ab. Nelson, der gerade mit Captain Hardy über das Deck der Victory lief, wurde getroffen. Die Kugel traf ihn in den Rücken und Nelson wusste, dass der Treffer tödlich war. Auch der Arzt an Bord konnte nichts mehr für ihn tun. Um die kämpfenden Männer nicht zu desillusionieren, wurde der sterbende Admiral unter Deck getragen. Die Franzosen dachten aber gar nicht daran, das Feuer einzustellen und das Deck der Victory lichtete sich immer mehr. Und die Zahl der Toten und Verletzten stieg. Während einer Pause des Kanonendonners gab Lucas den Befehl zum Entern. Als die ersten Franzosen auf das Deck der Victory traten, tauchte auf einmal die HMS Temeraire auf der anderen Seite der Redoutable auf. Lucas pfiff seine Männer umgehend zu den Waffen zurück, aber dafür war keine Zeit mehr. Die britischen Schiffe feuerten aus allen Rohren. Die Hälfte der 600 Männer an Bord der Redoutable waren tot. Die andere Hälfte bestand fast nur noch aus Verletzten und Einzelteilen und die Briten forderten Lucas auf, sich zu ergeben. Er und seine Männer antworteten aber nur durch einen Schuss aus ihren Musketen. Währenddessen waren alle britischen Schiffe in das Kampfgeschehen involviert und es zeigte sich schnell, dass ihre Waffen denen der Franzosen und Spanier deutlich überlegen waren. Die Bucentaur und die Santissima Trinidad wurden schnell eingekreist und außer Gefecht gesetzt. Der Kampf würde aber noch 3 weitere Stunden dauern. 3 Stunden gefüllt von Kanonendonner, Schüssen, hunderten toten Männern an Deck, überforderten Medizinern und einer Gesamtsituation, die viele Autoren später als Vision der Hölle beschreiben. Ein Schiff nach dem anderen ergab sich den Briten, auch die Redoutable. Eine Gefahr für die Briten war aber noch nicht gebannt. Die Vorhut der Franzosen und Spanier war vorausgesegelt, als die Briten sich der Flotte näherten. Diese Schiffe kehrten jetzt zurück und griffen an. Dieser Angriff währte allerdings recht kurz, da er sich als ziemlich ineffektiv herausstellte. Sie segelten schließlich gen Süden davon und überließen den Briten das Feld, also die See, um die Schiffe zu reparieren. Denn ein Sturm zog auf. Kurz nachdem Nelson der britische Sieg verkündet wurde und er Gott dankte, starb der Admiral. Der Kampf war vorüber. Aber viele der schlimmsten Katastrophen würden noch folgen. Der Sturm, der in der Nacht des 21. Oktober aufzog, wütete noch weitere 5 Tage lang. Viele der gefangen genommenen Schiffe liefen auf Grund oder sanken gänzlich, wie die Bucentaur, Redoutable und die Santissima Trinidad. Circa 3000 Männer sollen in dem Sturm nach der Schlacht von Trafalgar ertrunken sein. Fast genauso viele hatte die Schlacht selbst dahin gerafft. Napoleon bekam von dieser Niederlage erstmal wochenlang nichts mit. Aber jegliche Pläne, die er zur Invasion Englands schmiedete, lösten sich damit praktisch in Luft auf. Britannien war nun endgültig der unangefochtene Herrscher der See und für den Rest der Zeit der napoleonischen Kriege würde es auch keine große Seeschlacht mehr geben. Das war also unser erster nautischer Ausflug mit Battlefields. Es ging von den Entertaktiken in der Karibik bis zu den größten Schlachten, die es in der Geschichte der Seefahrt gab. Hier in der Ecke findet ihr alle Episoden, wenn ihr eine verpasst haben solltet. In unserer nächsten Staffel springen wir ein paar Jahre vorwärts. Zieht euch warm an, denn wir tauchen ein in den Konflikt des Kalten Krieges. Wenn ihr neu hier seid, dann könnt ihr da auch abonnieren und sämtliche Social Media Links sind auch da versteckt oder auch in der Videobeschreibung. Ihr wisst, wie das geht und ja, dann gibt's immer eure Portion Geschichte mit Mayonnaise oder so.